Ah, scheiße. Hier, Akkuleiner. Ich bin auch wieder da. Fuck. Schenk ein, mach Striche. Oh, 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 oh. So, Jens zeigt mir jetzt, wie man hier nicht rauskommt. Ich hab mir einen Stock gekauft. Jens hat Sicherheitshandschuhe an, da kann nichts passieren. Moinsen! Freitag, 20. September, 16.30 Uhr. Der neue Lenkzylinder ist eingebaut. Habt ihr im letzten Vlog gesehen, was hier los ist? Und jetzt geht's nach Hause. Und dann ist bald Feierabend. Wenn wir nochmal über die Straße kommen heute. Wir machen hier Genesungstreffen, ne? Genesungstreffen. Genau. Und da ist Schnecki gerade live. Und der will hier noch vorbeikommen, ne? Ja. Aber wir fegen jetzt nicht den Hof. Nein. Wir trinken lieber noch einen Schluck Bier. Naja, bis gleich. Guck mal, jetzt sind sie im schönsten Dorf der Dörfer, sind sie jetzt angekommen. Alle Gossen sind gefegt, weil morgen Erntefest ist. Extra für Schnacki. Guck an. Wattenschnieken Schleppe. Ja, können wir gleich tauschen, wenn der nicht zu viele Stunden hat. Er hier eine Frontzapfwelle hat er. Jung. So, aha. Liebe Zuschauer, wir haben Zug mal bei, ne? Was wolltest du mitnehmen? Ja, 4 Akkuleiner. Oh, die brauche ich, aber da musst du noch mal in 8 Wochen noch mal wiederkommen. Da können wir drüber reden. Junge, du. Das ist aber eine piekfeine Hütte. Ja, ne? Wie viele Stunden hat er? 500. 500? 511, wir haben ja mit dem rausgeholt. Profi Plus Setting 2 oder was? Aber du musst uns mal helfen. Guck mal hier. Oh, ne. Ne. Ging das Licht nicht an. Welches Licht? Fahrlicht. Was? Das fährt nicht. Wir haben ja oben. Wir müssen mal auf unten schalten. Das sind ja Arbeitsscheinwerfer. Nein, hier, das Drehen. Das Drehen? Ja, das ist eigentlich ein normaler Scheinwerfer. Ja, guck mal nach vorne. Kein Licht an. Ja, da gucken wir gleich mal eben. Und da auf dem Display hast du ausprobiert, geht auch nicht. Ja, wenn du hier rausgehst, dann zeigt er das dann sogar an. Ja, das muss an sein jetzt. Die haben also halt den ersten technischen... Hinten ist auch an. ...ersten technischen Defekt an einem Schein. Ja, oder vielleicht liegt es gleich mit dem Licht, also mit dem Aussicht. Nee, normal muss das... Auch bei Sonnen. Ja. Ja, sucht euch mal eine Parkposition. Ich hole euch was zu trinken. Damit die hier mal eine Pause. Ja, die sehen ja gar nichts mehr. Nee. Moin. Gucken Sie jetzt erstmal. Ja, mal tau. Wollt ihr auch eine Cola oder ein Wasser? Ja, Akkuleiner mitnehmen. Da habe ich jetzt ja gar nicht mit gerechnet. Aber das ist komisch mit dem Licht. Das ist wirklich komisch. Jetzt habe ich auch gar nicht gesehen, was das für eine Schwinge ist. Das wird aber auch eine 5er sein wahrscheinlich, ne? 500 Stunden, da ist ja wie neu. Ist ja wie neu. Ah, die machen noch live. Bis später. Dranbleiben. Hast du dein Handy mit dem? Nö. Ja, eigentlich wollten die schon längst wieder los sein. Anscheinend gibt es tatsächlich noch Probleme mit den Ablendlicht-Scheinwerfer. Ich muss mal fragen, ob ich noch was helfen kann oder ob die vielleicht ein Auto oder einen Schlafplatz brauchen. Das ist jetzt natürlich echt ärgerlich, ne? Tja, die beiden haben hier noch groß Anleitung gelesen, aber es ist nicht zu finden. Und wenn Axel das schon nicht hinkriegt, dann kann ich sowieso nicht helfen. Ist wie es ist. Arbeitslicht hat er.
Jens? Ja. Hast du Stroh geklaut? Ich habe Stroh. Ja. Ich brauche Stroh. Eine Maske habe ich auch. Ich muss weg. Ja. Moin. Samstag, 21. September, 7:45. Ein paar Kartoffeln sortieren. Und dann eigentlich auch noch eben vorne ein bisschen Deko hinstellen fürs Erntefest. Ne? Das muss ich irgendwie Vormittag auch noch fertig kriegen. Schauen wir mal. Aber ansonsten steht denn heute auch nicht mehr so viel an. Schön frisch, 11 Grad ungefähr. Ich habe heute Morgen schon die Klappen aufgemacht von der Halle, dass wir noch ein bisschen von der kalten Luft abkriegen. Die Produkttemperatur liegt jetzt bei 14 Grad, glaube ich. 14,2 oder sowas. Also läuft sich zurecht. Das sind noch die Stärkekartoffeln vom letzten Mal roten. Die sind nicht gut genug, um sie einzulagern. Deshalb kommen die nächste Woche, das hatte ich glaube ich aber gestern schon erzählt, ne? Kommen die nächste Woche nach Wietzendorf, laden wir von hier direkt auf. Ich gebe diesen jetzt auch noch immer ab, dann kommen die wieder zusammen und dann können die an der Seite, weil wir sie morgen wieder brauchen werden. So, machen wir erstmal das Tor dazu, dass es nicht so durchpfeift beim Sortieren. Treffer, würde ich sagen. Jo. Eine Runde, stellen den hier irgendwo an der Seite hin, dann ist er startklar für morgen. So, die beiden Tandem brauchen wir am Montag erst wieder. Da haben wir eigentlich Stärkekartoffeln auf dem Plan. Ich sagte ja schon, da ist Regen angesagt nächste Woche. Ich habe eben noch mal geguckt, also laut zwei Apps geht das Montag 20 Uhr erst in Anführungszeichen los mit Regen.
Also haben wir Montag noch trockene Zeit zum Roden. Hoffe ich zumindest. Eben kam von da ein Eichhörnchen angelaufen, dahinter der Kater. Und dann kam ich mit Ronja von da. Der Kater sieht Ronja. Kater läuft in die Richtung weg. Eichhörnchen ab in die Eiche. Ha. Interessantes Szenario. So, ich habe nochmal eben den Lüfter, den Jens zusammengebaut hat, aufgestellt. Das muss ich nochmal eben ein bisschen abdichten. Ein paar HD-Ballen haben wir ja immer noch. Ina hat gerade auch noch zwei mitgenommen für die Erntefest-Deko vorne an der Straße. Und ich fummel das hier jetzt noch ein bisschen zu, damit die Luft auch da reingeht und nicht hier rausbläst. Guten Morgen. Sonntag. Der 22. September, 10.37 Uhr. Achtung, es piept. Diese scheiß Hupe, ne? Ich muss unbedingt irgendwie finden und abklemmen, den Mist. Ich will jetzt mal eben füttern. Fahr dann stapelt mit dem Stapler Kisten um. Wir wollen heute Nachmittag noch mal eben ein bisschen Kartoffeln aus der Erde kriegen. Weil heute ist super Wetter für Speise. Und zwar ist es so, drehe ich mal, dass ihr was sehen könnt. Und zwar ist es so, dass wir noch ein paar Kisten über haben, so wie es aussieht. Und deshalb haben wir gesagt, wir holen noch zwei Züge leer raus, die wir dann hier in Kisten sortieren. Also das Sortieren werden wir heute nicht machen, das werden wir morgen machen. Aber auf jeden Fall heute zwei Züge rausholen, damit wir die safe haben. Es könnte sein, dass das, also morgen Abend soll es auf jeden Fall schon regnen. Aber da man dem Wetterbericht ja nicht trauen kann, könnte es natürlich auch sein, dass es morgen früh schon regnet. Wir wissen es nicht. Und daher noch mal eben ein bisschen schöne helle Ware in Kisten kriegen. So, das ist für die Ziegen und Gänse. Alpakas. Und Esel. So, ich hatte meine Kamera da drauf vergessen. Da fahre ich jetzt noch eben den zweiten Zug hin. Wir werden das jetzt, wir haben den Plan noch ein bisschen wieder geändert. Ich werde das jetzt so machen, dass ich den auch abstelle, wenn die beiden fertig sind. Kommen die hier in die Durchfahrten. Jürgen kommt morgen erst so gegen 11 bei rum. Der fährt noch erst woanders hin. Radio, der fährt noch erst woanders hin und dann haben wir morgen früh Zeit, die in Ruhe zu sortieren. Dann brauchen wir uns jetzt heute da keinen Stress mehr wegen machen, dann ist das so. So. Ganz schön warm geworden. 24 Grad sind es wieder. Das ist auch so verkehrt nicht, dass jetzt noch möglichst viel abtrocknet, bevor dann der Regen losgeht. Ne? Also das sieht im Moment im Wetterbericht gar nicht schön aus. Ab Mittwoch wirklich auch ja, nicht wenig Regen, was da kommen soll. Da werden wir jetzt morgen, denke ich, in Osterfesede
erstmal weitermachen, dass wir da noch ein paar Kuras rausholen, die wir einlagern können. Letztendlich ist es egal. Wir haben noch genug nasse Ecken und wo wir jetzt anfangen, wir kriegen vor dem Regen sowieso die nassen Löcher nicht alle raus. Das geht gar nicht. Von daher machen wir jetzt einfach so weiter wie ursprünglich geplant und dann müssen wir halt hoffen, dass es nicht zu krass wird mit dem Wasser. So, Nachbar ist am Graswechsel. Vielleicht können wir dann nachher noch mal eben kurz die Kamera aufhalten. Mal schauen. Ja, der Preis von den Kartoffeln aktuell, Packware, und das sind ja wirklich schöne Kartoffeln, wir können ja gleich noch mal rauf touren, wollte ich sowieso, ist auch ganz schön runtergegangen. Mein letzter Kenntnisstand ist, dass die bei 15 Euro sind, also 150 die Tonne. Das ist alles schon ein Vorgeschmack für nächstes Jahr, würde ich mal ganz stark annehmen. Deshalb lagern wir jetzt noch ein, was geht, nutzen die Kisten, wo wir glauben, dass sie über sind, halt auch in der Hoffnung, dass das im Winter die Lagerware noch wieder im Preis ansteigt. So, den wir eben abklemmen und dann ja, Punkt, abklemmen, dann gucken wir gleich noch mal eben auf den anderen rauf. Und er staubt. Also das ist im Moment wirklich angenehm zum Roden. Ich denke mal, dass die Kartoffeln recht hell sein werden. So, komm, wir gucken da mal eben hin. Wo seid ihr denn? Da habe ich euch hingestellt. Wir gucken da mal eben rauf. Hier ist ja auch separierte Fläche. Das ist auf dem Sonntag natürlich dann auch angenehm beim Roden. Da hat man nicht so viel zu tun. Abgabeln. Alter Schwede, da sind aber dicke Dinger bei, du. Bin ich jetzt der dümmste Bauer heute? Alter, die sind gut gewachsen. Schön, kaum grüne, da ist mal eine. Doch, das sind, und die schmecken einfach echt geil, muss ich wirklich sagen. Also wir essen die so gerne und alle, die die bislang probiert haben, wo ich gesagt habe, probier die mal, die sehen das auch so. Und der Stift. Jo, also das schafft hier jetzt richtig Kartoffeln, das wird nicht allzu lange dauern, bis die beiden Züge voll sind und wir Sonntag machen können. Abflug. Jo, und ich habe jetzt mal mein Mikrofon wieder ausgegraben. Oh, ich muss unbedingt tanken noch. Fast leer. Mikrofon wieder ausgegraben. Dürft ihr mal kommentieren, ob es der Mehraufwand wert ist, dass ich das benutze, ob das für euch so geiler ist vom Ton oder ob ihr sagt, ach komm, ist ohne auch gut. Ich kann es ja auch noch nicht beurteilen. Ich habe ja davon jetzt noch keine Aufnahme geguckt. Ich habe die Mikrofone schon sehr lange. Aber ja, immer nicht wirklich benutzt. Und ich hatte dann, Moment, ich hatte mit einem 3D-Drucker so eine kleine Kästchen dafür gedruckt, einen für Jens, einen für mich, damit man die irgendwie mittransportieren kann. Und das war dann auch alles Gelumpe. Jens hat das Mikrofon auch lange mitgeschleppt, aber auch nie wirklich benutzt. Und eigentlich, sie sind ja da. Und ich habe das jetzt ohne diese 3D-gedruckte Schachtel, habe ich das einfach so mit in der Hosentasche. Ob das jetzt bei mir im Büro verstaubt und nicht genutzt wird oder ich das Risiko eingehe, dass es vielleicht irgendwann nicht mehr funktioniert, weil ich das einfach so in der Hosentasche habe. Wir probieren das jetzt einfach mal aus. Und ihr dürft uns da gerne eben helfen und eure Meinung dazu sagen. Wie gesagt, ob ihr das gut findet oder ob das Quatsch ist. Was ich gerne hätte, aber das funktioniert, glaube ich, aktuell noch nicht. Da muss ich aber noch mal ein bisschen googeln. Wenn wir jetzt nachher aufhören mit Roden, dann kann ich ja auch noch mal vielleicht mich daran setzen und das nachrecherchieren. Ich hätte das gerne so, dass ich den Ton von der Kamera und das Mikrofon beides als Tonspur in der Aufnahme habe und dann auch so ein bisschen das zurechtschneiden kann.
weil jetzt, wahrscheinlich ist es jetzt ja so, ich weiß nicht mehr, ob diese Aufnahme was wird, aber das wird jetzt so sein, dass ihr draußen seht und mich hier drin sabbeln hört. So, und wenn man jetzt aber die Kamera an der Maschine hat, dann wäre es ja schon schön, wenn man den Ton der Maschine leise im Hintergrund auch mit reinschneiden könnte. Also, dass das nicht so ein Stummfilm-mäßig irgendwie ist. Dann kommt einem das nachher so vor, als hätte ich da die Tonspur im Nachgang raufgesprochen. Und das ist natürlich nicht der Sinn der Sache. Kann man durchaus machen, aber nicht im Vlog. Aber das gehört, im Vlog gehört der Sound des Lebens dazu. Finde ich jedenfalls. Aber auch dazu gerne eure Meinung in die Kommentare. So, schalten wir die Kamera aber aus. Wir machen jetzt mal einen kleinen Moment Pause. Ich tanke den Schlepper und dann holen wir dann in Kürze die ersten Wagen wieder nach Hause. Ganz kurz, jetzt mal eben ohne Mikrofon, weil ich habe gerade eben in die Kommentarspalte geguckt unter dem aktuellen Vlog, der heute Morgen online gegangen ist. Jetzt waren dann da doch welche, die meinten, sie müssen bescheuerte Scheiße schreiben. Auf Wiedersehen, aber nicht bei uns. Also die sind jetzt raus. Also die Freiheit nehme ich mir, wenn es mir zu blöd wird, dann muss halt auch mal jemand gekickt werden, ne? So, weiter geht's. Mir ist gerade aufgemerkt, die hatten erzählt, dass morgen unser Verblender wohl geliefert wird. Und das sind ein paar Steine und ein paar Paletten. Und jetzt bin ich am Überlegen, wohin damit. Ne? Rund um den Bau wird es jetzt so nicht gehen. Da hatte ich gestern noch mit ihm geschnackt. Ich sage, wir können ja auch mit unserem Stapler die dann ranfahren, so bedarfsmäßig. Trotzdem braucht man Platz. So, jetzt habe ich erst eben gedacht, da. Aber das ist, glaube ich, ich weiß auch nicht, wann die letzte Palette dann verarbeitet ist, wie lange das dauert. Hätte ich vielleicht auch mal fragen können. Habe ich aber nicht. Und ich schätze mal, dass der LKW morgen früh rechtzeitig schon hier ist. Also habe ich jetzt gerade den Gedanken, dass ich die Anbaugeräte einfach irgendwo anders hinstelle. Und wir die hier an der Seite lang, immer zwei aufeinander hier an der Seite lang, das könnte gerade so passen. Dann brauche ich jetzt aber einen Platz für die Anbaugeräte. Da habe ich jetzt eben überlegt, ich kann die erstmal hier hinlegen. Die kriegt man ja schnell an der Seite. Ne? Ich glaube, das ist das Schlauste. So machen wir das. Mal den Weidemann rausholen und die Dinger mal eben an der Seite rühren. Weil da, das ist mir zu unsicher, wenn wir dann mit den Kartoffeln oder der Hof, das ist im Moment so schon alles so eng. Ich glaube, das ist nicht ganz so schlau. Ja. Wir schauen mal. Wir schauen mal. Na, bleib stehen. So. Die wir am wenigsten brauchen, die können nach hinten. Ja, so richtig geil ist das auch nicht, das da hinzustellen. Oh Mann, ich weiß es nicht. Schwierig gerade alles. Oder ich stelle noch erstmal was hier aufs Grüne. Ja. Test. Ich habe nämlich keine Ahnung, wie die Reichweite ist von der Funkstrecke. Ich habe die jetzt nicht mit dem Empfänger an der Kamera, sondern direkt gekoppelt. Wahrscheinlich reißt es jetzt gleich ab.
ja, die Zange, ja, die brauchen wir im Moment auch nicht. Ja, also wirklich brauchen ist eigentlich nur die neuere Palettengabel und die graue Schaufel hier. Ja, und die große Schaufel, aber die steht sowieso nicht hier, die steht irgendwo, keine Ahnung. Mann. Junge! So soll's passen. Ich denke, das kommt hin, wenn die jetzt die Palettentiefe, das sind ja diese Steinpaletten, so wie die, vermute ich mal. Das sollte eigentlich gehen. Zumindest kriegen wir das meiste dann hin und wir kommen hier noch fahrtechnisch auch noch durch. Jo, ein bisschen passt noch. Ein bisschen geht noch. Das kriegen wir jetzt. Und dann geht der erste zum Hause. Herrlich. Andere, wenn der voll ist, der kommt dann dahin. Hier zieht das noch ein bisschen durch heute Nacht. Das ist schon okay. Und dann sortieren wir die morgen in die Kisten. Jo. Mal gucken, was hier das Thermometer sagt. Ach, die scheiß Lampe müssen wir auch noch anbauen. 25,4 Grad, alter Schwede. Ganz schön warm geworden. Produkt im Ort 1 ist hier vorne 15,9, Ort 2 15,0. Auch okay. Heute Nacht gibt es 8 Grad. Stand im Wetterbericht, dann können wir nochmal wieder richtig durchlüften. So, den 7,16 nehmen wir nachher für den zweiten Zug. Dann haben wir das für heute auch geschafft. Fertig! Ja, Mann. Schicht im Schacht für heute. Moin! Montag, 23. September. Ah, Scheiße! Mann, das ist ein Rotz, ey. Wenn hier einer von Grimme zuguckt, kann er mir mal eben erklären, jetzt wart ihr mal live dabei, warum dieser Kistenfüller ständig diesen Fehler schmeißt. Ist doch nicht normal. Meine Fresse. Oh, jetzt kannst du ihn einmal neu starten. Ey, das wäre die zweite Kiste gewesen und schon liegen hier überall diese fucking Kartoffeln rum. Das ist doch scheiße. Und das auch noch am Montag. Ich verstehe es nicht. Das war alles sauber gemacht hier. Katzen ist das. Ach, Mann. Oh, komm schon, Neustart.
Herrschaft zeigen. Ja, jetzt macht er. Das ist dieser Fehler. Ich habe nicht die geringste Ahnung, was das sein soll, ehrlich. Immer mal wieder. Dann machst du 20 Kisten, da passiert gar nichts. Und dann wieder so ein Scheiß. Und das war jetzt die zweite Kiste heute. Ich meine, hallo? Oh, das nervt, ehrlich. Ist ja sonst echt ein geiles Ding, so nicht. Aber das ist totale Grütze. Lars, wenn du das hier siehst, hast du das auch? Ist das bei deinem auch? Gottes Willen, ehrlich. Ja, die Füllhöhe noch ein bisschen hochstellen, glaube ich. Da kann ein bisschen mehr rein. So, von den Holzdingern haben wir jetzt noch hier diese zwei, dann sind die alle voll und dann gibt es noch ein paar Drahtkisten. Das ist ja nicht so schön für die Speise, aber ist besser als gar nichts. Alter. Unser alter Kistenfüller lief 23 Jahre bei uns und der läuft jetzt bei dem neuen Besitzer sicherlich auch noch ein paar Jahre. Ob dieser das so lange macht, das weiß ich nicht. Wenn er jetzt schon solche Fehler macht hier ständig. Zweite Saison. So, bis gleich. Jo, alle vier Wagen leer. Leer, lull. 10.08 Uhr. Also vor 11 wird Jürgen sicherlich nicht da sein. Wenn wir ganz entspannt den Rest hier leer laufen lassen. Und die Kippe erstmal wieder zusammenhängen. Jo, alles leer. Ein Zug, zweiter Zug, Tandem und der andere Tandem. Und dann müssen wir gucken, dass wir gegen ankommen. Von Osterfesele. Mal schauen. Auf den ersten Tandem kommt noch ein Stück Vorgewende, was Rotz ist. Kippen wir direkt hier ran. Ja, Rotz ist übertrieben, aber nicht zum Einlagern. Und die nächsten Wagen werden dann eingelagert. Da geht das erstmal hier bei, das voll zu machen. Und dann müssen wir in der Halle anfangen. Mal schauen. Da müssen wir Holzkisten füllen, erstmal, dass wir welche für die Seite haben. Ja, das wird uns alles ein bisschen aufhalten. 20 nach 10. Ich glaube, ich frage Jürgen mal, wie weit er ist. Ja, ich bin auch wieder da. Alles wieder gut. Ich hatte keine Erkältung. Erstmal schönen Dank für die ganzen Genesungswünsche. Hab mich sehr gefreut. Vielen Dank. War keine Erkältung. Ich hatte ein, Speicheldrüsenstein. So wie beim Gallenstein hat sich da was vorgesetzt und den musste ich rauskriegen. Und das sind extreme Schmerzen beim Schlucken. Die ganze rechte Seite hat wehgetan, also bis zum Ohr und sowas alles, also das hat richtig gestrahlt, das Ding. Und da musste ich dann eben immer viel Wasser trinken und ausspülen und massieren und sowas alles. Und dann kam das Ding raus irgendwann, von Donnerstag auf Freitag in der Nacht. Und dann war am nächsten Tag wohl mal alles vorbei, sag ich mal. Ne? Also das ging dann recht fix wieder, aber da bin ich ja Freitag noch zu Hause geblieben. Wahnsinn, also echt Schmerzen. Am Kopf ist immer blöd. Das macht keinen Spaß, sowas. Naja, aber jetzt ist wieder alles soweit okay. Meine Stimme ist auch wieder da. Da hat sich das auch drauf abgelegt, irgendwie alles. Also ist schon irre. Aber musste man erst mal klären, woran das lag jetzt, was das gewesen ist und so. Naja. Aber dann kann es hier weitergehen. Wir warten jetzt auf Jürgen, dass der sich meldet, dass wir roden können. Die Fahrzeuge sind soweit alle vorbereitet. Die sind alle leer, jetzt können das richtig losgehen eigentlich. Aber der ist noch woanders am Roden und da müssen wir noch warten und dann wird eben noch ein bisschen
aufgeräumt und sortiert. Raluca und Marini sind da hinten am Kartoffeln sortieren. Belana, das ist aber auch gleich fertig alles. Die hatten noch 4 Wagen zu roden, zu sortieren. Haben sie gestern gerodet. Ja. Irgendwie geht's weiter, ne? Jetzt hat er sich verbunden. Also, haben wir schnell umdisponiert. Vater ist jetzt noch eben zu Hause geblieben mit den Marin und Raluca, mit den beiden. Die sortieren noch weiter. Und das müsste eigentlich so in einer Stunde zu schaffen sein. So, jetzt machen wir das so, weil Osterfesel ja nur auch nicht gerade um die Ecke ist. Machen wir das so, dass die beiden um 12 dann eben Mittag essen. Dann kommen die zum Feld oder Vater bringt sie her, das sehen wir dann. Lösen uns ab und wir fahren zum Mittagessen, sodass wir da weiter roden können und dann nicht noch eine Stunde Zeit verlieren, weil das Wetter ja drängt. Also der Wetterbericht sagt jetzt immer noch ab Mittwoch, also das könnte heute Abend schon regnen, morgen ein bisschen, aber ab Mittwoch steht da aktuell zumindest noch immer richtig viel Regen. Also irgendwie Mittwoch, Donnerstag, Freitag, weiß ich nicht, insgesamt irgendwie an die 50 bis knapp 60 Liter. Und das wäre natürlich fatal für die Ernte. Dann wäre die Ernte für diese Woche höchstwahrscheinlich zu Ende. Das sehen wir dann. Aber erstmal jetzt raushauen, was rauszuhauen geht. Und ich denke, dann ist das so eine ganz gute Lösung. Ich werde gleich Jürgen nochmal ihm fragen, ob er damit d'accord ist, ob er was zu essen mit hat. Oder sonst packen wir ihm was ein und bringen ihm das dann mit. Das ist ja alles nicht das Problem. Mal sehen, was er sagt. Jo, ich denke, das ist ein Plan. Also auf nach Osterfesede. Jürgen ist hinter uns, das passt doch, das war doch gutes Timing jetzt. Auch nur geraten, aber es war gutes Timing. So, Stück Scheißweg hier. Irgendwie fahre ich immer wieder hier lang, aber der andere Weg ist vielleicht doch ein bisschen schlauer. So, dann mal eben überlegen, hoppala, wie wir die Wagen jetzt am schlauesten hinstellen. Mal schauen. Jo, ich würde jetzt gerne das hier erstmal auf den Tandem, den Jens dahinter hat, raufroden und diesen Wagen stellen wir da hinten hin. Jetzt die langen Enden werden wir jetzt nicht schaffen, weil jetzt ja natürlich jemand fehlt, der hier Zwischenwagen fährt. Ne? Ich glaube, ich muss Jens mal eben anrufen, dass er das auch versteht, wie ich mir das vorstelle. Kann ja auch keine Gedanken lesen. Ne? Jo, lass mal den Tandem da vorne, dass wir erst das Vorgewende darauf roden. Ja, okay, bleibe ich hier auf dieser Stelle. Ja, genau, ich komme da gleich her. Ich fahre die Wagen nur eben hier oben. Oh, ist das nass hier. Hier oben hin, ne? Ja, soll ich was umdrehen wegen der Plane? Ja, mach mal lieber. Kannst ja da an die Reihen ranstellen. Nur eben das bisschen Vorgewende bis hier, wo ich gerade bin. Weiter geht das sowieso nicht. Ja, okay. Dann muss ich mal sehen, wo ich jetzt umdrehe. Alles klar. Jo. Gleich.
Ah, Jürgen fährt da schon in die Reihen. Scheiße. Bums ist der Kipper voll. Eine Runde, ein Bunker, das hilft schon, ne? Auf diesem Stück, auf dem langen Ende, da wird es dann richtig, richtig eng mit dem Wagen. Jo. So, wir haben Schichtwechsel. Vater hat auch schon Mittag gegessen, das ist natürlich gar nicht so doof. Er fährt jetzt den Zug um nach hinten oben, hat einen leeren Tandem mitgebracht. Ich nehme jetzt den vollen Tandem mit nach Hause. Jens fährt mit dem Autowagen eben nach oben, holt Fernanda ab und dann kommen die auch nach Hause. Und dann können Jens und ich eben schnell Mittagessen, diesen abkippen und dann mit Tandem und dem anderen Zug wieder herfahren. So, und dann immer im Wechsel. Das ist der Plan. Ach so, und dann hatte jemand gefragt, was ich hier immer drücke. Also das hatte ich ja schon erklärt, entlasten, ne? Blaues Lenkachse. Und das entlaste ich dann immer, dass es auf Schwimmstellung ist, damit er auch anständig lenkt. Kippen entlaste ich auch. Man weiß ja nie, bei einem neuen Fahrzeug sicherlich nicht so kriegsentscheidend, aber je älter die Wagen werden, umso schöner, wenn da dann Gewicht drauf ist und der stuckelt sich dann doch nochmal wieder zurecht, wenn man einmal entlastet, damit er sich dann eben nicht verzieht, wenn er voll gefahren wird. So, und dann, was ich noch drücke, ist Folgendes. Jetzt gerade einmal neutral, Allrad aus, Automatiksperre aus, Stufe 2. Für Straße. Und wenn wir aufs Feld fahren, läuft das eben andersrum. So. Jetzt haben wir das 12.48 Uhr. Licht haben wir jetzt auch. Und dann wollen wir mal sehen, was wir heute noch schaffen hier. Jetzt natürlich schon zwei Bunker auf dem anderen Zug drauf. Das heißt, so ganz viel Zeit haben wir jetzt nicht. Aber gut. Vorhin habe ich gesagt, also hergefahren sind, vielleicht geht das hier schneller. Ne? Ich weiß es jetzt, wenn ich hier stehe, scheiß was, wir fahren hier wieder. Weil wenn ich da rumfahre, dann fahre ich durchs Dorf. Und wenn kein Verkehr ist, geht's. Und wenn der Verkehr ist, dann ist es vielleicht hier mit einmal Baum ausweichen doch wieder schneller. Ich weiß es nicht. Man sollte die Zeit mal stoppen. So, diesen hier, den kippen wir auch noch lose ab, wie er ist. Also nicht eingelagert, weil wir hier ja noch das Vorgewende mit drauf haben. Und da kam auch echt Scheiße hoch. Ich wollte die Kamera erst mal anschmeißen, aber ich hatte keine Hand frei dafür. Weil wir so viel abzugrabbeln hatten, das war zu zweit schon kaum zu schaffen. Zum Liefern ist das völlig okay, also da, keine Ahnung, nach 8% Schmutz bei rauskommen bei der Tour, dann ist das so, aber zum Einlagern ist das halt nichts. So, hier ist die Scheißstelle. Da hängt so ein blöder Ast raus, ein halbtoter Baum. Spiegelgefahr, so, und jetzt geht's schon wieder. Kann man mit leben, ne? Oh, ein bisschen Mais steht hier aber auch noch rum. Fein Gerschlag hier. Das ist da gerne richtig nass, würde ich mal so behaupten. Naja, aber wir haben ja alle noch genug zu ernten. Und das werden wir alle nicht schaffen, bevor der Regen kommt. Gut, also auf nach Hause. Bis gleich. Oh. Ey, aufpassen! Kollege, der ist ja wie unser. Vielleicht sogar noch ein bisschen älter. Oh, aber er lief fein an der Seite.
noch keine Klinker geliefert. Eigentlich sollten die heute irgendwann kommen. So, Vater und Jens sind mit dem Autowagen noch nicht hier, warum auch immer. Dann kann ich ja noch mal eben zum Kippen ranfahren, ne? Heute Abend noch einmal schon mal aufladen für Wietzendorf morgen. Ich habe jetzt keine Zeit zum Telefonieren. Das geht nur wirklich nicht. Ich rufe irgendwann zurück. So, aufgerissen, abgekippt. Nein. Ja, Trochelmann. Wer ist da bitte? Ja, ja. Ja. Ja, kein Problem. Jo, danke, ciao. So, ach Scheiße, jetzt habe ich die anderen Handschuhe nicht mit. Erwartet, kommen wir nicht gegen an. Jens hat jetzt da, kann man ganz kurz hingucken, da den LKW leer gekippt. Da fährt er jetzt den LKW noch hin. Dann fährt den zweiten Akkuleinerzug hin. Ich lade hier den ersten Tandem ab, den wir hier rein haben wollen. Dann kommt hier noch einer rein. Ja, knapper wahrscheinlich. Und da müssen wir alles umstellen. Ich muss da gleich noch eben den Rest leer sortieren aus dem Bunker und dann stellen wir alles um, dass wir dann über den RH-Bunker die Stärkekartoffeln mit dem Hallenfüller und den ganzen 5 Millionen anderen Förderbändern da in die neue Halle reinkriegen. Also das Umstellen, das wird uns auch noch wieder ausbremsen, aber das hilft alles nichts. Das ist, wie es ist. Oh Mann. So, jetzt hier, Kartoffeln. Für die Zeit für Bremse. Gas. Du willst noch laden, oder? Ja, ja, für morgen früh, ne? Ja, Jürgen? Ja, Vater ist unterwegs und Jens kommt auch gleich mit dem LKW. Ne? Pass auf, Jürgen, den LKW, den machen wir mit den Euro Viva voll an der Seite, ne? Alles klar, bis dann. Jo, tschüss. Ruf Jürgen schon an. Er könnte mehr Wagen brauchen. Das weiß ich doch. Wir arbeiten doch dran. Junge, 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 Junge. Da fliegt unsere Treppe, gerade erwischt. Guck mal, schnell ein Foto machen für Ina. Ina ist nämlich auf Fortbildung.
Büromanagement. Und ich mache hier Kartoffelmanagement. Fuck, ey. Einfach mal auf der falschen Seite, aber ich würde wollte eigentlich den Kistenfüller stehen lassen. Mann!
Druck, das reicht schon. Ja, sauber ist es nicht, aber das sauber machen wir später. So, jetzt drehen wir das Band. Oder wie machen wir das? Wie machen wir das? Ah, da fehlt der Stoppstecker. Gut, das machen wir später. Wieder eine Premiere. Ups, das war zu viel. Fuck. So, wir füllen die Halle mit Meilenfüller, lol. Vergessen das Tuch runter zu machen hier. Können wir gleich erstmal schaufeln, aber egal. Weiter geht's. Schön ausgedacht. Scheiße. Ja, hier geht's. Weil die Bedienelemente alle auf eine Seite haben, sonst wärst du hier blöde Kopf immer hin und her klettern. Das ist scheiße. Ja, so geht's. Ich hab
das jetzt auf 55%. Ich taste mich langsam Richtung 60. Ich habe Angst, dass das Band hier das irgendwann nicht mehr schafft. Weil den habe ich schon auf Maximum. Mehr kann er nicht. Mal schauen. Also wir machen jetzt so voll, arbeiten uns dann hierher und irgendwann kann das denn dazwischen raus, denke ich. Ja, kann es auf jeden Fall. Und dann geht es auch schneller. Noch was. Ich glaube, da geht noch ein bisschen mehr. Jo, liebe Leute, jetzt fängt es an zu regnen. Man sieht es von so nicht, aber ich sehe es von hier. Scheiße, ey. Das, oh Mann, ich glaube, das ist jetzt der vierte. Machen wir hier Notizen. Sehr genaue, ja. Der vierte Kipper. Also quasi, wenn der leer ist, haben wir hier zwei Züge. Ich bin jetzt auf 65%. Glaube ich, warte mal. Ja, 65. Wahrscheinlich wäre ein bisschen mehr gehabt. Also es wäre wahrscheinlich bis 70 gegangen, aber das lasse ich jetzt. Wir wollen das auch nicht übertreiben. Ja. Ungeil mit dem Wetter. Aber vielleicht haben wir ja Glück in den Osterfiesel, da regnet es noch nicht. So, ich glaube, ich muss den Wagen mal wieder. Nee, rollt noch. Ich wollte gerne so lange machen, bis wir umfallen, aber wenn es regnet, dann hören wir früher auf. Ich muss mir gleich hier noch einen Schacht besorgen. Und die Kisten für die Seite, die füllen wir uns morgen. Dann kann die Bumsmaschine da weg und da der Schacht hin und dann füllen wir in die Richtung. Heute muss das jetzt hier irgendwie hinpassen. Mal schauen. Den haben wir auch geschafft. Und ist noch keiner wieder hier. Was ist denn nun los? Gucken, ob ich gleich mal eben einen weiteren Schacht reingefahren kriege von hinten da oben. Lass mal hinten sauber machen. Komme ich da hinten lang? Ich versuche das. Das war jetzt auch nicht so clever, ey. Ich hätte vorher einen reinfahren sollen. Der Niesel ist übrigens wieder vorbei, wie ihr es vielleicht auch erkennen könnt. Noch mal einmal Schonfrist. Wettermäßige Schonfrist.
Wie denkt er sich das, denkt ihr wahrscheinlich? Ich habe mir das ungefähr so gedacht. Warte. So. Weiter rüber müssen wir noch. So. Jetzt könnte es gehen. Oh, Vater kommt schon im nächsten Wagen. Gerade eure Straße vorbeihuschen sehen. Jetzt aber Hackengas. So habe ich mir das vorgestellt. Denn reißen wir den rum. So ungefähr. Boah, die sind noch so schwer, den frischen Holz. Tante Achse. Komm schon, und kein Griff dran. Ja. Alter, fass mir an die Füße, ey. Ach, Rest machen wir gleich. Lass mal den nächsten Wagen ran. Da haben wir den Salat. Ja. Scheiße. Fängt an zu pissen. Ja, mal hoffen, dass es nicht lange anhält jetzt. Ja, Rotz. Ja. Gut. Das ist, wie es ist. So, 5 Wagen sind drin. Auch ganz drin. Das ist ja nur ein kleiner Rest. Und das ist der Berg von 5 Wagen. Wir brauchen noch eine Halle, Jens. Ja, wir brauchen noch eine Halle. Na gut, ein bisschen täuscht das ja, wenn wir das hier hoch zustellen. Da geht ja dann 5, 10, 15, 20, 25, denke ich mal. Ich bin schon bei 30. Ja, vielleicht kriegen wir sogar 30 rein. Das wären dann 15 LKW-Ladungen, ne? Naja, schauen wir mal. Aber dann können wir ja noch mal ein bisschen klar Schiff machen. Die Bumsmaschine, lass uns noch mal eben rausfahren hier. Ja. Jo, da kommt wieder Arbeit für mich. So, den machen wir noch leer. Die restlichen Wagen, die auf dem Feld stehen, die stellen wir hier gleich in die Halle und an die Halle, auf jeden Fall trocken. Und dann, oh, hier muss ich auch sauber machen. Und dann machen wir für heute Schicht. Und wenn es morgen nicht regnet, geht es morgen frühzeitig weiter. Und ich lade morgen früh hier weiter ab. Na komm schon. Was weglaufen lassen und dann können wir direkt hochkippen. Jo.
Jo, gleich haben wir es geschafft. Ja, das ist Schluss für heute. Jo, alles leer. Alles, was hier ist, ist leer. Da kommen ja noch ein paar Wagen. Aber wie gesagt, die machen wir morgen. Und mal eben ein bisschen trocken stellen. Die Karre. Passt sogar. Kippe auch trocken, das kann alles aus. Herrlich, diese Ruhe. So, mein Wasser kann auch da bleiben. Das schmeckt morgen früh auch. So, Maschine aus, Licht aus. Mit Jens noch ein schnelles Feierbierchen, denke ich. Da kommt Jens angerauscht. Kann eben hier durchfahren, draußen unter dem Schauer parken und dann kann Vater, der kommt nämlich auch gleich jeden Moment. Den vollen Zug, alte Akkuliner hier in die Halle stellen und dann haben wir alles erstmal trocken. Teufel, da ist eine Begrenzungsleuchte am Trecker kaputt. Oh, irgendwas ist immer, ne? Tja, heute steht hier mal kein LKW. Und er steht die Eins. Hier ist eine Funzel kaputt. Jo. Scheiße. Also mal Leuchtmittel besorgen, wa? Sammelbestellung machen, wa? Ja, ist so. So, Bier und dann Schluss. Jo. Ja, es ist dunkel. Das liegt daran, dass es dunkel ist. Können wir uns langsam schon wieder dran gewöhnen. Ah, hier Bewegungslicht. Dienstag, 24. September. Ich merke gleich, ich muss den Akku mit dem gleich noch tauschen. Kurz vor 6. Es ist noch trocken. Es hat nicht geregnet. Das heißt, richtig Gas geben gleich. Richtig Gas geben. Heute mal ganz früh, damit wir das Wetter noch nutzen und hoffen, dass es trocken bleibt, fahre ich schon mal nach Wietzendorf, damit ich rechtzeitig wieder da bin. Und dann wollen wir noch mal auf dem Feld noch mal laden. Gucken, ob das alles so klappt, wie wir uns das vorgestellt haben. Jeden Morgen. Lampen funktionieren. Hier ist auch alles an. Außer da die Nebelschlussleuchte, wollte ich gerade sagen, die Nummernschildbeleuchtung, die nicht existiert, denn da ist nie eine dran gewesen. Das ist vom Hersteller so.
So. Das sieht gut aus. Jens fährt los, LKW, Wietzendorf. Wir haben es jetzt 20 vor 7. Wir haben noch eben schnell einen Kaffee getrunken, so viel Zeit muss sein. Ich werde jetzt den einen Kipper, der hier hinter steht, den werde ich jetzt lose draußen abkippen. Damit wollen wir dann Holzkisten voll löffeln, die wir noch als Abtrennung brauchen. Dann hänge ich den Zug zusammen. Mal gucken, das müsste der hintere sein, ne? Ja, dass der Wagen da gleich nach hinten gehört. So, und dann fahren wir 20 vor 8 los, dann nehme ich den Zug mit. Fahre dann mit dem Schlepper nach Hause, fahre ein Tandem hin, fahre mit dem Autowagen nach Hause und dann lade ich die anderen beiden Wagen ab. Das wäre so der Zeitplan. Jens fährt ja jetzt nach Wietzendorf, ist nicht dabei und Vater hat noch einen Termin, der kommt später erst dazu. Also muss ich mir jetzt mal eben kurz für die ersten zwei Stunden zwei teilen, aber das kriegen wir auch alles hin. Das ging jetzt aber schnell mit verbinden. Nicht schlecht. So, jetzt brauchen wir Hydraul. Ach, scheiße, der Schlauch ist garantiert noch nicht drin. Nee, na gut, auf dem Feld brauchen wir den ja auch nicht. Ne? Den nehmen wir auf Gelb. Muss ich bloß einen Platz finden. Im Grunde ist hier nichts mehr zu finden. Daran, dass wir da auch gut rankommen, um den. Wir wollen mit dem Weidemann diese alten kleinen Holzkisten, die da stehen, füllen. Siehst du, an die Holzkisten muss man auch rankommen. Heiliger Bimbam. Machen wir das. Das geht nicht anders. Ich muss das hier vorkippen. Scheiße. Ja, komm, irgendwie wird das schon. Da ein bisschen rauffahren, das geht nicht anders. Sonst kommen wir an die Holzkisten mit dem Stapler nicht ran. Also langsam ist das hier echt ein bisschen arg voll.
Aber das ist ja, das hatte ich ja schon ein paar Mal versucht zu erklären. Ich hoffe, das hat man auch verstanden. Die Kartoffeln, die hier liegen, die gehen alle schnellstmöglich los nach Wietzendorf. Also die liegen jetzt hier nicht ewig, sonst kannst du die Kartoffeln auch nicht so hinkippen. Das geht nicht. Aber für ein paar Tage ist das kein Problem. So. Schauen wir mal. Ich kann noch ein bisschen. Scheiße. Die Seitendinger müssen auf. Die neueren Akkuliner haben ja eine durchgehende Klappe hinten. Ich habe mich ehrlich gesagt schon geärgert, dass ich das so genommen habe und nicht getrennte Klappe. Bei den Tannenkipper ist es getrennt und das ist wirklich geiler. Also muss man ganz klar so sagen. So, nur zur Lücke, Klappe auf. Aber man lernt ja nie aus, ne? Kostet halt auch Geld und habe ich gedacht, brauchen wir nicht, geht so, ja. Wie das denn so ist. So, den können wir im Grunde genau hier auch gleich abhängen, weil der soll auch wieder nach hinten. Jo, Klappe zu und dann geht das gleich weiter. Noch zu. Hätte gepasst, wenn das doch mal offen gewesen wäre. Jo, hätte gepasst. Teufel. Jetzt ist es offen. So, willst du vielleicht nicht rollen?
Fäng ein, mach Striche. Ich mache jetzt hier erstmal, solange ich alleine bin, die kürzeren Enden, das einmal rum, Bunker randvoll. Also muss ich trotzdem jetzt ein bisschen Gas geben. Und wenn Vater wieder da ist, dann geht das hier auf den langen Enden weiter, Kuras. Und wenn Jens da ist, dann können sie erstmal einmal den LKW da hinten voll machen mit den Euroweaver wieder für Wietzendorf-Tour morgen. Oder er fährt heute Nachmittag, das weiß ich noch nicht, da muss ich mir nochmal durch den Kopf gehen lassen, wobei wir eigentlich, ja, eigentlich muss eine Tour wieder vom Hof weg, ne? Mal schauen, aber es muss auch raus, also es ist immer noch Regen im Wetterbericht, sieht aktuell aber nicht mehr so schlimm aus, also vielleicht haben wir Glück und das wird dann doch nicht so viel, regnen wird es aber auf jeden Fall noch diese Woche, so wie das da, das sagen alle Wetter-Apps. Lass uns überraschen, wie immer. Jetzt. Oh Mann, ey. Maishaken. Abschlussparty EAP Appendorf. 9. November ab 21 Uhr. Da gibt es mit Sicherheit richtig ein, ne? Da kommt unser Verblender. Guck mal an. Und ich komme hier sogar mit dem Trecker durch. Sehr gut. Traumhaft. Abstellen, nächsten Schlepper mitnehmen. Ach, den Kaffee, den will ich auch mit haben. Los geht's! Ha! Vater ist schon wieder da. Ich weiß nicht, wie er das gemacht hat. Es ist 8.18 Uhr, das ist eine Stunde früher, als er eigentlich wollte. Aber ist ja geil. Dann kann ich hier weiter abladen, dann habe ich nämlich den zweiten Wagen auch gleich leer. Und wenn er wieder hier ist, kann er mit dem direkt losfahren. Das passt doch ganz gut. So muss das. Den habe ich ja vorhin noch rangekriegt, bevor wir los mussten. Ein Träumchen. Vielleicht schaffen wir dann doch ein bisschen mehr, als ich befürchtet habe. Die Maschine eingeschaltet und dann kriege ich meinen Kaffee auch noch in Ruhe leer. Halbwegs zumindest. Ach, ich muss die Kisten ja auch noch voll löffeln. Schade. So.
irgendwie geht alles. Man muss das nur wollen, ne? Oh Mann, ich habe aber auch nicht gekleckert. Scheiße. Wieder mit Vollgas dabei, Kartoffeln roden. Solange es trocken bleibt, immer dabei. Der Zug ist voll, den holt Johann gleich ab. Da hinten hat er schon zwei Wagen hingestellt. Jetzt wird hier wieder Eurovive für mich gerodet. Für die Tour morgen früh dann. Gleich auf dem LKW rauf. Weg vom Feld, direkt zum Berg.
So, wir haben das jetzt übrigens hier auf. %70, aber mehr will ich jetzt wirklich nicht. So, den mal leer machen, den habe ich glaube ich ein bisschen Luft, mal einmal sauber zu machen. Mittag ist durch, war mega lecker und ich habe schon wieder, ich habe einen Kommentar bekommen, ich soll doch bitte sagen, was es gab. Ja, das haben wir letztes Jahr schon gehabt, das Thema, ne? Kann ich aber gerne sagen. Ina hat Frikadellen gemacht, Rotkohl, Kartoffeln und Soße. Mega lecker. So, ich habe vormittag noch eben den Tandem rangefahren, der ist noch ganz voll. Aber gleich nicht mehr. Den machen wir jetzt leer. Ja, und Jens ist auf dem Weg nach, aber das hat er euch wahrscheinlich schon erzählt, nach Wietzendorf mit dem LKW. So, 12:15, Mittag vorbei. Ich bin wieder auf dem Weg nach Wietzendorf, zweite Tour heute. Rechtzeitig los, dass wir dann nachher vielleicht auf dem Schlag nochmal den Wagen nochmal voll gerodet kriegen. Ich komme ja noch nicht so richtig auf dem Acker rauf. Ja, auf dem Hydro-Drive, das ist dann da doch alles einfach noch ein bisschen zu, mir noch ein bisschen zu gefährlich. Da wäre so ein Akro-Tag schon eine geile Sache. Also, das wäre schon cool. Ich würde mal sagen, wenn ihr die, wir machen das mal so, wenn ihr die 100.000 Abonnenten voll macht, was ich ja nur hoffen kann, dass ihr das schafft, dann kriege ich einen neuen Akkutrag. Da weiß Sven zwar noch nichts von, aber das pulle ich ihm dann schon bei. Gemeinsam machen wir das dann, ne, würde ich mal sagen. Also, mal gucken. Vielleicht klappt das ja, ich glaube, dies Jahr nicht mehr. Vielleicht ja nächstes Jahr. Mal schauen. Das wäre schon geil. Naja. Ob Sven das so toll findet, dann keine Ahnung. Na gut. Ich düste jetzt erstmal hin. Gucken, wie das da mit der Stärke aussieht. Heute Morgen hatten wir 21,2% Stärke. Das war schon echt super. Und so macht das auch Spaß dann. Ne? Naja. So, ich bin unterwegs. Und wir sehen uns später. Umgestellt und aufgebaut und abgeladen. Haben jetzt, das ist der 14. Wagen.
fühlt sich das. Der 16. Wagen ist jetzt leer. 7:15. Voll. Jo, also zum Abladen war das der letzte. Wir haben auch noch ein paar Wagen auf dem Feld. Ich lasse den Bunker jetzt eben leer laufen und dann mit dem Autowagen los. Oder die rufen erst an und ich soll schon kommen, das weiß ich nicht. Mal gucken. Langsam füllt es sich, ganz viel Platz ist er nicht mehr. Wir haben jetzt ungefähr 250 Tonnen da drin. 100 kriegen wir nicht mehr rein. 50 denke ich noch. Also irgendwie gute 300 werden es wohl werden, aber mehr geht nicht. Zumindest dieses Jahr nicht. Wir müssen uns da mit den Wänden vielleicht noch was einfallen lassen. Also nach hier vorne, zu den Seiten klappt das super gut mit den Kisten und wir verlieren keinen Platz. Wenn ich da jetzt Legosteine hinstelle aus Beton, dann ist da Beton, aber keine Kartoffeln und so sind da Kartoffeln. So, und sauber machen können wir, wenn es regnet, jetzt nicht. Gerade leer. Da rief er dann an, kann so langsam losfahren. Fahre jetzt mit dem Autowagen hin, dann können Marien und Raluca mit dem Autowagen zurückfahren. Ich fahre den Tandem, der da noch steht, zurück. Fahre dann fährt einen Zug zurück und Jens noch einen, den dazugehörigen. Der ist nämlich auch noch da. Die sind auch noch alle voll. Und dann ist mit Roden Schluss für heute. Morgen kommt Jürgen Nachmittag. Das heißt, wir haben morgen noch Zeit genug, die 1, 2, 3, 4 Wagen abzuladen. Aber als erstes morgen früh werden wir den LKW aufladen. Mit den Kartoffeln hier, damit Jens dann auf Wietzenlauf kommt. Dann gleich den zweiten Zug. Wahrscheinlich, ja, müssen wir ja. Oh, wie machen wir das denn? Bleib hier in Ruhe. Ah, wie machen wir das denn? Die Nachmittagstour ist ja noch so eine Sache morgen. Ich denke mal kurz drüber nach. Bis gleich. Alter! Bist du wahnsinnig oder was? Ey, das war Jürgen. Scheiße. Das ist ein Hexenwagen. Das war eben doch nicht Jürgen, dann muss das der andere Ruder gewesen sein. Jürgen rodet noch einmal hoch gerade, hörte ich am Telefon. Also sind wir zumindest nicht zu spät. Das ist schon mal gut.
Puh. Oh, das hat aber gut geschafft hier. Kann's jetzt nicht meckern. Ah, verstehe. Der rodet hier in der Fahrgasse nochmal hoch. Oder hat nochmal hochgerodet. Da ist wohl Jens, würde ich sagen. Ja. Ich vermute mal, dass Vater da lang schon losgefahren ist. Dann hat Jens den Wagen noch nicht ganz voll. Würde ich vermuten. Wir fragen ihn gleich einfach. Jo, da passt noch ein hoch. Den Wagen, den wir holen wollen, der steht da, den könnt ihr gar nicht sehen. Verdammte Axt, ey. Ach ja. Acht. Hätte ich mal noch meine Drohne mitnehmen sollen, ey. Scheiße. So. Wir schleichen uns ganz vorsichtig an und wecken ihn behutsam. Ich glaube bestimmt, er hat schon Feierabend. Oh. Moin, gib noch mal auf die Fresse heute. War ein Spaß, ganz vorsichtig. Hektar, ne? Die sind es jetzt nicht mehr. Schwierig einzuschätzen. Ich würde mal so sagen, 12 sind mindestens weg hier. Nice.
Plan aufmachen. Es ist dunkel. Es ist dunkel. Achtung, fall nicht. Puh. So, hier. Oh, guck mal das Licht. Was für ein piekfeines Licht. Ja. Guten Morgen. Mittwoch, 25. September. Da geht gerade die Sonne auf. Ich fürchte fast, der Schein trügt etwas. Laut Wetterbericht ist ab 13 Uhr Regen und wir wollen um 13 Uhr mit Roden anfangen. Herzlichen Glückwunsch. So, Vater und Jens laden den LKW auf und ich fahre mir den ersten Wagen hier in den Bunker weiter abladen. Ich denke mal, einen kriege ich da so noch hin und dann müssen wir hier vorne alles einmal umstellen wieder. Ja, und dann ist auch fast voll, also da geht nicht mehr viel, fürchte ich. Schade. Neue Halle zu klein. Lull. Wir nehmen erstmal den vorderen da. So, es wird jetzt langsam wirklich voll hier. Versuche jetzt erstmal hier vorne das voll zu machen, damit die Platten sich halten. Und damit wir den Lüftungsschacht benutzen können hier vorne. Kommt da gleich der zweite Lüfter ran. Oh, 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 oh. So sieht das gut aus. Ich kann das hier vorne erstmal lose halbwegs volllaufen. Da. Und dann fangen wir oben wieder an. Also hier haben wir jetzt die Trocknungsböden draufgebaut. Wir
müssen irgendwie heute Nachmittag die Dreherroden zum Liefern. Die Tür mal noch eben zu. Und jetzt fahre ich den letzten Tandemrand, mache den noch leer. Dann sind erstmal alle Wagen wieder leer. So, letzter Wagen leer. Jens ist auch gerade zurückgekommen. Den Tandem noch mal eben unter dem Schirm. Ich habe dann halt angefangen hier aufzuräumen, weil hier muss man als nächstes Kartoffeln hinkriegen. Mal sehen. Jo, erste Tour hinter mir und jetzt wird wieder geladen hier. Es wird Regen geben. Das dauert nicht mehr lang. Scheiße. So, Rest aus dem Bunker raus. Ich denke mal, ein Akkuliner passt hier noch rein, Max, und dann ist Schluss. Ich mache jetzt hier den Plan Pauli, solange das noch nieselt. Plan auf, Bunker leer, Plan dazu. Und dann wird das auch gehen. Die kommen dann gleich direkt an den Lüfter bis morgen Nachmittag. Dann dürfte das kein Problem darstellen. Aber geil ist trotzdem anders. Fuck ey. Das war so klar, wenn wir anfangen, dass das dann anfängt zu nieseln. Ne? Und solange das noch kein Starkregen ist. Warten wir es mal ab. Jetzt ist es richtig. Fontane. Das Stück und dann ja bei uns hinter der Kartoffelhalle.
Da wird das demnächst auch losgehen. Die werden ja in Schesel bei der Heidesand direkt eingelagert. Ich hatte heute mit denen telefoniert, aber die wussten noch nicht so genau, wann sie starten wollen. Aber das kann sich auch nur noch um Tage handeln. Hier die Lea. Und das ist der Rest vom Fest denn hier schon auf diesem Schlag. Da hinten waren ja die Belaner, die haben wir ja bei bestem Wetter rausbekommen. Und abgekistet zu Hause. Und das sind die Kartoffeln, die vom Feld jetzt noch weg sollen. So, das waren zwei Züge von letzten Sonntag. Sonntag. Also sind hier jetzt noch, keine Ahnung, 3 bis 4 Züge drin. Nach diesem dann noch 2 bis 3. Und die wollen wir gerne noch direkt verkaufen. Mal schauen. So, es scheint jetzt aufzuhören. Wenn sich das jetzt hält, dann steige ich mit auf den Ruder. Dann brauche ich ihn nicht rumsitzen. Aber er soll halt auch nicht zu nass werden, das Ganze, ne? Geschafft, 16 Uhr. Setzen jetzt noch um nach Osterfesede. Noch ein paar Wagen von den Kuras rausholen, dann haben wir die Halle voll und wir können das Band dann umbauen. Und da vorne läuft eine Sekte und macht Werbung für sich. Herzlichen Glückwunsch. Daran und dann geht das weiter. Das scheint doch glatt die Sonne zwischendurch. Also Tandem, Kaffee, Bohne. Vielleicht wird er was von. So, im letzten Video wurde hier gehackt und jetzt wird hier gepflügt. Das ist quasi fertig mit dem letzten Furche, wie das aussieht. Der Packer steht hier. Süß. We'll be right back.
Also, Autowagen nach Hause, Tandem her, anderen Tandem nach Hause, Autowagen wieder her. Ja, das ist die Reihenfolge, so passt das. Und dann können wir den LKW, Jürgen meint, er schafft noch ein bisschen mehr. Boah, Marien. Boah, was ist jetzt? Pass ich nicht rein. So, dann können wir den LKW in Bartelsdorf, aber nicht hier, nochmal voll machen. Und dann entweder laden wir den auch noch ab, oder wenn die Zeit nicht reicht, dann Moment. So ist besser, ne? Wenn die Zeit nicht reicht, dann bleibt er drauf und kann dann morgen so nach Wietzendorf. Licht an. Aber da brauche ich Jens jetzt nicht für anrufen, das kann ich ihm auch gleich erzählen, wenn ich zu Hause bin. Jens tüdelt jetzt schon mal, der hat ja eben angerufen, der war gerade zurück von der Wietzendorf-Tour, macht jetzt die Lüfter schon mal eben ran an die Wagen, das habe ich nämlich eben nicht mehr geschafft. Muss ja jetzt ja los, dass wir hier die Wagen haben, sonst hätten sie hier mit vollem Bunker rumgestanden. War ja gerade eben auch schon just in time, zumindest die oberen Wagen. Also hier den Kröger-Zug, den Vater eben nach oben gefahren hat. Und die beiden Tandemmulden voll machen. Dann nochmal umsetzen, hilft alles nichts, nach Baddesdorf, nach Sakeil, da den LKW voll roden. Und dann ist auch Schluss für heute. Die trinken da jetzt auf dem Feld eben Kaffee. So, dann denke ich, dann haben wir auch genug Zeit, dass Jens und ich zu Hause noch mal eben eine Tasse Kaffee trinken können, bevor wir wieder lostüdeln. Und dann ist der Tag sowieso wieder rum. Wo ich gerade sagte, Autowagen genuggelt, ja, der genuggelt nicht nur. Der ist jetzt gar, der stirbt. Der ist kurz vor Exitus. TÜV haben wir noch. Bis ins Frühjahr, solange, wenn er dann nicht auseinanderfällt, solange fahren wir hier noch. Und dann, keine Ahnung. Mal schauen. TÜV kriegt er jedenfalls nicht nochmal, keine Chance. Also, ich habe erst auch gedacht, ja, nochmal eben ein Düsi reinstecken oder knapp 2000 von mir aus wäre vielleicht auch noch. Der Motor ist ja gut, Getriebe macht kein Problem, aber der ganze Rest ist jetzt komplett vergammelt. Also hinten, da machst du gar keinen Akku. Also das ist wirklich durchgegammelt. Wir können da ja in Ruhe nochmal nach der Ernte rangucken an die Karre. Aber da ist nicht mehr viel Gutes dran, leider. Piekfeiner Autowagen, der hat uns echt verdammt lange treue Dienste geleistet. Verdammt, verdammt lange. Viele Jahre, echt krass. Also suchen wir im Winter irgendwie neue Doka-Pritsche, egal was, bezahlbar, auf keinen Fall neu, eher so 10 Jahre alt, keine Ahnung, mal gucken, was sich findet, ich weiß es nicht. Das wäre als so ein ja, Synchro heißt es ja nicht mehr. Das heißt ja jetzt Form Motion, ne? Oder wie, über wie oder was. Also was mit Allrad, das wäre geil. Als Pritsche. Mal schauen. Aber nach jetzigem Stand sehen wir das alle so, dass wir auf jeden Fall sowas wie dieser ist, sowas nochmal wieder brauchen. Irgendwie so ein Auto muss wieder her. Keine Ahnung. Mal schauen. Also bis gleich. Jü, Tasse Kaffee mit Jens gehabt. Jetzt schnappen wir uns hier den Kipper, tauschen die Tandems durch. Danach fahren wir den LKW nach Bartelsdorf. Also Jens den LKW, ich mit dem Autowagen, hole Jens da wieder ab. Ja, dann bringen wir hier das Abladen in Gang. Und dann irgendwann fahre ich mit dem Autowagen wieder nach Osterfese, das habe ich euch alle schon erzählt, oder? Oder habe ich gerade ein Déjà-vu?
Ach, scheiß drauf. Ihr seht's ja, was wir machen. Ich glaube, ich habe euch das schon erzählt. Völlig verstrahlt. Jetzt habe ich auch noch das Problem, höchstwahrscheinlich, es könnte sein, dass ihr das, was ihr jetzt seht, nicht Sonntag seht. Ich denke jetzt gerade laut. Ich habe zwar die Dateien für den Vlog, der eigentlich für Donnerstag ist, schon auf dem Rechner gezogen, aber ich komme uns verrecken nicht zum Schneiden gerade. Und wenn jetzt jemand denkt, ja, dann kann er ja nochmal Uncut machen, ja könnte ich, aber das geht auch nicht ganz ohne Arbeit. Halbe Stunde Minimum, auch bei Uncut Minimum. Ja, wenn man Gas gibt, kriegt man das gleich in der halben Stunde. Also ein bisschen Tag und Datum eingeblendet, dafür muss man das erstmal alles finden. Das ist bei so viel Material auch nicht mehr so einfach. Ja, mal gucken. Irgendwie läuft sich das alles zurecht. Ich habe nämlich gerade die Idee, das eventuell zu versuchen zu Samstag und dann, also Donnerstag fällt aus und Sonntag fällt aus und dafür gibt es Samstag alles, was ich habe. Wenn das nicht so gekommen ist, wisst ihr das ja schon, dann erzählt mir doch mal, was ihr von der Idee gehalten hättet, hätte ich das so gemacht. Oh Mann, ich rede wirres Zeug. Bis gleich. Hierher roden, dann kann ich mit dem auch losfahren. Da kommt irgendwo gerade gewaltig Regen runter, da rechte Seite. Zieht von da links her, darüber. Alter Schwede. Ich hoffe, wir haben Glück und bekommen nicht auch noch einen nassen Arsch. Also morgen wird's, also das kann gar nicht mehr angehen. Ne? Wetterbericht sagt jetzt im Morgen den ganzen Vormittag Regen. Na, vielleicht haben wir ja da auch Glück. Und das zieht so an uns vorbei. Aber weit weg ist es nicht. Sieht schon krass aus.
dass wir noch Dachfläche zugekriegt haben. Jetzt geht's richtig los, oder was? Da ist das alles hell. Junge. Da sind Raluca und Marin im Autowagen. Da hinten kommt, könnt ihr wahrscheinlich nicht sehen, Vater mit dem 718 und den beiden Akkulinern. Kipper sind alle voll. Die rücken jetzt ab nach Badelsdorf. Da wartet Jens jetzt schon mit dem LKW. Den noch einmal voll. Und dann war es das auch für heute. Also anderthalb Stunden noch oder so. Jetzt ist 6:30. Ja, so plus minus. Sollte das hinkommen. So, 18:30 Uhr, wir sind nochmal auf dem Feld. Ich habe den LKW gerade gebracht, der wird jetzt hier nochmal vollgerodet für morgen. Hier das Stück, das fehlt noch, das muss noch raus. Hoffen wir mal, dass das alles rauskommt, dass wir das alles raufkriegen auf dem Wagen. Für morgen erste Tour Wietzendorf. Jürgen kommt auch gerade. Der muss da jetzt irgendwann abbiegen. Und dann fahre ich mit dem Autowagen gleich zum Hof wieder hin und helft Sven da mal eben den einen Wagen leer zu machen. In der Zeit könnt ihr den hier vollroden und dann holen wir den nachher wieder ab. Ich denke mal eine Stunde oder sowas wird das wohl dauern, bis sie den voll haben und dann passt das schon. Da hinten kommt Jürgen. Der hat noch Lust. Guter Mann. Die ganze Zeit immer, ne? Dieses Umsetzen, das hält natürlich auf, aber es nützt noch mal nichts. Die Schläge sind nun mal nicht immer an einem Stück.
Ja. Ich halte da mal die Kamera hin, damit man das besser sehen kann im Video, ne? Ja, lass sie mal hinten noch ein bisschen nach links rumkommen. Das passt so. Haben wir den noch hier. Super. Dann kann es ja losgehen. Guten Tag. So, so. Sind wir wohl leer, wa? Ja. Nehmen wir mal Licht. Fällt dir doch mal was daneben, ne? Ich komme jetzt mal mit. Schaltet die Maschinen schon mal aus. Ich mache hier mal eben, lass den Kipper runter und dann muss ich euch was zeigen. Das kannst du dir nicht vorstellen. Was dauert das denn so lange? Fang an zu leuchten. Hallo. Jetzt. Ein Stück vorfahren, dass wir den sauber kriegen da. Und die Klappe zu. Und Klappe zu ist ein Stichwort, was ich euch gleich zeigen möchte. So, da laufen wir jetzt mal eben hin, bevor das letzte Tageslicht auch weg ist. Da. Jetzt. Da hat irgend so ein Klappspaten, hat die Klappe aufgemacht. Auf dem Feld. Hier, guck dir das an. Hier, alles ausgebeult. Hoffentlich verzieht sich der Scheiß nicht. Die sind noch zu. Und das hat eine auf, die Verriegelung hat eine aufgemacht. Die
macht man dir vorne hier hinten aus? Ne? Ja. Ey, da fällt dir doch ein Ei aus der Hose. Was soll denn so eine Scheiße? Alter. Ey, das kann auch richtig schief gehen, ne? Ja, richtig. Ich weiß nicht, könnt ihr das sehen? Da ist offen. So ausgebeult. Den machen wir morgen früh als nächstes. Ja. Man, jetzt ändert das ja nichts. Scheiße, ey. Jens! Was? Guck mal, der Schlag ist geräumt. Aber der LKW ist nicht voll geräumt. Hey. Ja. Ja, ja. Wir laden morgen früh noch zu Hause nach. Ja. Ja, aber das ist auch ein Schlag weniger wieder. Ja. Auch wenn er nur 2 Hektar hatte, aber das ist doch geil. Das ist doch piekfein. Am Wochenende versuche ich mal auszurechnen, wie viel wir raus haben, beziehungsweise wie viel wir noch müssen. Aber nicht jetzt. So, Jens zeigt mir jetzt, wie man hier nicht rauskommt. Aber das ist ja kein Kunststück, weil der ist ja lange nicht voll. Da kann ja jeder. Moment. Aber eins sag ich dir, Jürgen muss auch noch mal fahren. Den LKW? Ja, den lassen wir den LKW auch noch mal fahren. Das darf er auch gerne machen. Ja, damit er weiß, warum ich ihn letztes Mal geschwitzt habe. Ach ja, so, wo ist mein Gurt? Hier. So, ich kann das Feierabendbier schon fast riechen. Home Sweet Home. Jetzt rieche ich das Bier tatsächlich. Ja. Ah, siehst du, dann ist er noch. Richtig Luft drin. Klappe zu, aber tot. Oh, da ist noch Strom an der Maschine, da mach ich noch mal eben aus. Morgens 7:30 in Deutschland. Einfach mal abhängen. Guten Morgen, wir haben Donnerstag, Datum gibt es auch, 7.26 Uhr, Ruhe. Ach. Ja. So, Schaufel ranbauen, LKW voll löffeln, der ist gestern ja nur halb voll gewesen. Das war jetzt mal ein Schlag mit nicht so geilem Ertrag. Ansonsten sind wir bisher zufrieden. Also es ist doch deutlich besser als befürchtet. Es sind jetzt nicht die Bombenerträge, aber es ist völlig in Ordnung. Aber wie gesagt, da gestern, das war halt nicht so geil. Überall, wo es in der Vegetation abgesoffen war oder auch mal länger Wasser gestanden hat, so, da ist es halt nicht so geil. Ne? Aber
alles bis jetzt zumindest geiler als letztes Jahr. Jetzt ändert das Wetter aber wieder an letztes Jahr. Shift. Ich habe noch nicht im Regenmesser reingeguckt, das machen wir nachher nochmal eben. So, ihr müsst jetzt mal irgendwo hin. So, Jens dreht den LKW, Tor, stellt ihn in Position und dann voll löffeln und dann geht das weiter mit Abladen. Mal schauen, was das Wetter macht. Theoretisch haben wir gesagt, so gegen 9 nach Roden. Mal gucken, ob das noch klappt. Vielleicht sagen wir das auch einfach noch ganz ab. Ja, einen richtigen Schauer. Kacke, ey. Oh, das nervt. Wir spielen noch ein bisschen Lego. Zange geliehen, danke Klaus. Da ist JBB. Guckt nach der Maschine. Und wir versuchen gleich noch ein paar Kartoffeln zu roden. Zumindest 4 Wagen. Da aus dem ganzen Nassen rausfischen. Notfalls lassen wir die noch erst drauf und lüften die auf dem Wagen oder sowas. Aber ein bisschen was muss da noch weg, bevor das da richtig sumpfig wird. So, es nieselt nach wie vor. Da wird auch gerade gerodet. Wie wir gestern, Plane hinten zu. Oh Mann, das macht auch gerade jetzt wenig Spaß. Ich hoffe, wie gesagt, immer noch, dass wir über 2-3 Regentagen dann auskommen, nicht zu viel kommt, dass das irgendwie weitergeht. Aber das Hoffen
Sieht er bestimmt auch. Das ist ein Rotz, ehrlich. Ordentlich dicke Bude davor vom Ruder. Nicht so geil aus. Junge. So, jetzt ist die Überlegung, wie stellen wir uns am ungeschicktesten? Die haben ja immer noch die Plane auf der falschen Seite. Durchfahren kannst du voll vergessen. Wir müssen hier bleiben. Dann stellen wir uns lieber. Wir können lieber hier drehen, als da durch den Sumpf fahren, glaube ich. Schön ist das alles nicht. Nee, Jürgen muss auf die Plane aufpassen. Wir drehen jetzt um. Wo ist denn jetzt der Autowagen? Hä? Die waren doch eben noch hinter mir. Alter, das schmiert jetzt schon nach so ein bisschen Regen. Bisschen. Keine Ahnung. Das wird lustig. Also den anderen Zug werden wir vermutlich nicht zusammen runterkriegen. So, mal gucken, wo die stecken. Dann nehme ich einen Autowagen. Die können sie noch eben auf den Trecker setzen, bis Jürgen hier ist. Und dann habe ich alles. Ja, dann geht es weiter. Schön ist anders. Aber der Boden sieht noch. Das sieht ganz ordentlich aus. So ordentlich, wie das bei dem Wetter aussehen kann.
der Ehrens ruft an. Jo. Hallo. Hi. Jo. Hallo. Was geht? Was geht? Wo soll ich hin? Soll ich hoch? Ja, bleib mal eben da. Ich bin gerade Westerfiesel. Ich bin gleich zu Hause. Hallo? Du bist weg. Jetzt ist er weg. Wahrscheinlich, weil das scheiß fucking Handy in der Hose ist und hier wieder kein Empfang. Handywüste Deutschland. Da ist er nochmal. Jo? Jo. Ich bin gleich da, dann können wir eben schnacken. Ich bin gerade Westerfese, der Ortsausgang. Ah, alles klar. Jo, bis gleich. Jo, bis gleich. Seile, Ketten, Schäkel. Keine Ahnung, ob man das sehen konnte. Nicht viel davon, nur ein Seil. Jetzt haben wir den Salat. Verdammt, kommt mit dem Trecker und einem Wagen nicht vom Feld runter. Aber es hält zumindest ein bisschen auf. Das Wetter wird besser. Die Laune jetzt gerade nicht unbedingt, aber das ändert sich sicherlich auch gleich wieder. Jo, mit dem normalen Akkuliner ist hier jetzt wohl Schluss, ne? Geht nur noch mit der Tandem. Wofür brauchst du eigentlich die Tandemkipper? Gucken, ob ich hier runterkomme. Ich glaube nicht. Sehr langsam Zeit für Frontgewichte.
Test 2-3, könnt ihr mich hören? Keine Ahnung. Oh Mann, ey. Ach, wird schon gehen. Mittag durch. Es gab, tja, wie heißt das jetzt? Also Hühnchen in einer Soße mit Gemüse drin und ein paar Champignons und Gewürzen und so weiter und Reis. Tatsächlich gab es heute mal Reis, keine Kartoffeln. Aber war wieder sehr lecker. Vielen lieben Dank, Ina. Jens ist schon hin. Ich habe eben noch diesen Tandem, den ich jetzt gerade hier hinter habe, leer gemacht. Wie und wo ich den leer gemacht habe, seht ihr nach der nächsten Tour, bei der nächsten Tour. Nein, wenn wir mit diesem Wagen wieder nach Hause kommen. Oder aber Jens hat es euch schon gezeigt. Das kann auch sein, das weiß ich nicht. Jens ist nachmittag direkt mit dem Tandem da wieder hin. Wir roden jetzt nur mit den beiden Tandemkippern. Auch nicht mehr ganz viel. Also wir wollen da aus diesem, an der ganz linken Seite, aus dem nassen Stück, da ungefähr ja, halb hoch oder so, da wollen wir gerne rauskommen heute. Weil das heute Nacht noch wieder Regen geben soll. Morgen soll es eigentlich tagüber relativ trocken sein. Also haben wir jetzt heute Mittag abgesprochen, dass wir morgen noch mal einen ganzen Tag ansetzen mit dem Roden. Wenn das denn, wie gesagt, das Wetter zulässt, dann kriegen wir die morgen in der Theorie in Osterfesel die Kartoffeln raus. Was mich richtig freuen würde, wenn wir dann nämlich das Gejuckel dahin da los sind. Ne? Das wäre gar nicht so schlecht. Jens macht bis ungefähr 15 Uhr hier jetzt noch mit, dann fährt er los nach Wietzendorf im LKW. Aber dann muss das auch reichen. Also ich denke, dann haben wir da, sind wir aus dem gefährlichen Bereich raus und wenn das dahinter nicht geht, dann geht es sowieso erstmal gar nicht. Also dann können wir uns ein trockenes Stück suchen, wo wir weitermachen, aber dann brauchen wir da nicht hinfahren. Nasse Stücken haben wir auch noch genug. Warte mal, ich kann ja, so ist noch ein bisschen leiser, ne? Nasse Stücken haben wir auch noch genug, also da müssen wir mal sehen, wo wir denn als nächstes angreifen. Also wir haben ja jetzt in diese Richtung, in die wir gerade fahren, wenn Osterfesele morgen fertig werden sollte, haben wir in diese Richtung alles weg. Also hier in Battelsdorf ist alles raus, Mais ist auch wieder in Gang. Moin. Haben wir in diese Richtung alles raus. Dann müssen wir hier nicht mehr her, was ja auch nice ist, ne? Also dann, ich schaukel jetzt mal nach Osterfesele und dann schauen wir mal, wie das da aussieht. Wird eine Miete gemacht. Oh, der war ein piekfeines Gerät da. Junge, Harm, was ist das denn? Schön, das Förderband an der Mulde.
eine Tasse Kaffee und dann geht das hier weiter. Abladen. Der letzte Wagen. Ja, ich weiß, ich fahre übers Vlies. Muss jetzt gehen. Ja, die beiden sind leer. Der andere Akkuliner von diesem Zug ist leer. Jetzt machen wir diesen noch leer, hängen das wieder zusammen. Und dann decken wir das zu und dann ist heute mal ein bisschen zeitiger Feierabend. Jetzt ist kurz vor 5. Auch nicht schlecht. So, immer ranzirkeln und laufen lassen. Passt das jetzt oder passt das nicht? Überraschung. Das passt, aber noch ein Stück zurück. Auch das hätten wir. Wir können sich heute Nacht hier ein bisschen unterhalten. Jetzt suche ich mir Hilfe und dann ziehen wir das Vlies hier rüber. Und dann haben wir das quasi fast für heute geschafft. Weiter. Chef hat mir einen Stock gekauft. Ja, da geht's nicht weiter. Da muss ich erst mal gucken, wie es hier funktioniert jetzt. Naja. Moinsen, Freitag, 27. Vollgas.
Jo, ein Tandem steht hier noch. Wir haben hinter dem anderen Tandem einen von den alten Akkulinern gebunden, damit er mitkommt. Der zweite alte Akkuliner ist noch in der Werkstatt. Da ist nämlich eine Halterung von der Klappe kaputt. Die schweißen das nach und wenn er fertig ist, rufen die mich an. Das wollten die direkt fertig machen und dann können wir vielleicht schon bei der nächsten Runde, spätestens bei der übernächsten Runde, den auch mitnehmen. Ich habe das jetzt hier noch eben wieder aufgemacht, deshalb bin ich ein bisschen außer Atem. Ist ganz schön schwer, das scheiß Vlies, wenn es nass ist. Hat ordentlich geregnet letzte Nacht. Und dann geht es gleich weiter hier mit Einlagern. Keine Feldmiete, sondern eine Hofmiete. Heute schönes Wetter, also Vollgas in Osterfesede zusehen, dass wir da die Kartoffeln rauskriegen. Das wäre ein Träumchen. Richtig Herbstwetter heute. Kriegen da, das ist nur als Glückenbüßer. Also mal gucken, wie viel Wasser drauf ist. Nö. Wasser nicht. Nur noch ein paar bisschen Sand von gestern. Naja.
Oh, das war der zweite Wagen heute. Der leer ist. Also wie gehabt, die Ecken sind hier noch voll, aber die kippe ich daran. Wenn wir hier, das sind ja nur ein paar Kilos quasi. Keine Ahnung, 200 Kilo. Wenn wir hier um Podding rumroden, dann lassen wir das auf der Ecken einfach drauf und attacke gleich wieder hin. Aber der ganze Ritt nach Osterfesede, da helfen auch 200 Kilo. Kleinvieh macht auch Mist, ne? Also abkippen, wegstellen und dann glaube ich, hole ich mir gleich noch mal eben das LC-Band dazu, weil das wird hier ein bisschen eng jetzt mit ranfahren. So, so sollte es hinhauen. Strom habe ich auch dran. Sieht gut aus. Dann können wir hier so schräg ranfahren. Ist so mein Gedanke. Mal schauen. Sollte passen. Hölzer noch eben umlegen und dann kann der nächste von mir aus kommen. Sagen, das klappt ganz gut so. Vater und Jens fahren die Wagen hin und her. Ich lade sie hier ab, stelle die Lernen hier hin und die tauschen nur durch. Haut hin. Ja, Klappe zu machen. Einmal da die losen Kartoffeln ranschieben. Ich zeige euch das gleich. Moment. So, habe jetzt hier die zweite Reihe angefangen. Zwei Wagen liegen da jetzt. Und dann kann ich jetzt schon mal ein bisschen vorziehen. Hier trennen wir das dann halt noch einmal sauber und dann kommt hier auch ein Vlies rauf. Und beim Anfang rollen die Kartoffeln halt gerne überall hin. Und da sieht es schon besser aus. Also ein bisschen klar Schiff machen und dann kommt wahrscheinlich gleich schon der nächste Wagen. Lange wird es nicht mehr dauern, dann haben wir den Schlag aufgeräumt hier. Mal unten noch mal gucken, ob wir überhaupt noch Wagen brauchen gleich. Aber das
habe ich nicht zu entscheiden. Ja. LKW ist auch noch nicht viel drauf, wenn da noch was drauf geht. Das sehen wir gleich. Hektar weniger. Ja. Katsching. Katsching, ja. Morgen ist jetzt richtig Regen angesagt. Starkregen, ganzen Tag. Naja. Jetzt gibt es erstmal stark Kaffee. Oh. Windig. Mikrofon nicht nett. Wir machen uns vom Acker, Lull. 18 Hektar geräumt, geil. Das hat geholfen. Endlich sind die weiten Strecken vorbei. Mann. Das ist auch immer ein Gejuckel. Aber wir haben es geschafft. Jens fährt den LKW nach Hause. Und dann wollen wir gleich noch ein bisschen abladen. Und nach dem Abladen Fliese rauf, dass sie gut trocken liegen. Und dann LKW noch einmal vollladen, weil da ist nicht viel raufgekommen hier. Und dann machen wir Feierabend. Wir haben jetzt für morgen geplant, na komm schon, Kartoffelnroten. Ja, doch, ein bisschen muss er jetzt tun. Zwei Wagen. Morgen Kartoffelnroten vorgesehen, aber der Wetterbericht sieht nicht so aus, also wir warten ein bisschen ab, ob das klappt oder nicht. Junge, wir müssen richtig Gas geben hier. Aber jetzt nicht mehr gerechnet. Alter, was ist denn hier los? Ach, du ahnst es nicht. Das glaube ich jetzt ja nicht. Thank you.
auseinanderhängen, ey. Da vorne wird es erst nass. Zieh doch mal. Wo ziehst du denn, ey? Komm, gib alles! Gib alles! Boah. Jung! Da war jetzt aber nicht viel Luft. Eieiei, warum? Da war echt nicht viel Luft. Jens spielt mit seinem Zauberstab. Hex, Hex! Jens hat Sicherheitshandschuhe an, da kann nichts passieren. Ihr müsst euch keine Sorgen machen. Viertel nach fünf, jetzt fängt es wieder an zu regnen. Wir haben jetzt hier die Trocknungsböden drauf gemacht, weil die brauchen wir Sonntag. Den Zug stelle ich jetzt so in die Halle. Jetzt geht's dabei, LKW aufladen und dann ist Feierabend. Dann haben wir es geschafft für heute.
So, Herbst- und Winterzeit kann man hier drin immer gut Tschüss sagen. Ja, ne? Und auch ein Feierbild hängen. Ja. 17:17 ist ja noch nicht ganz Feierabend. Wir müssen gleich nochmal eben den LKW wegparken. Ja, genau. Also du musst den LKW noch wegparken. Aber danach ist Schluss. Aber bevor dieses Video jetzt endlich finally zu Ende ist, wollen wir nochmal eben was zeigen, bevor das untergeht. Ja, da haben wir auch, glaube ich, demnächst eine Lösung für, hörte ich. So, ja, das, so kippt das wenigstens nicht so blöd um wie letztes Mal immer. Womit fangen wir an? Hier mit Kiste Bier. Hoppala, da hört man schon das nächste Bier, das ist aber noch nicht dran. Hier haben wir Unterbarer Hell. Und zwar, und dann ist da, sind auch noch Schokoriegel drin und er hatte es noch gesagt, oh, es tut mir leid, ich habe keine Maß gefunden. Nicht schlimm, wir essen auch gerne mal was anderes. So, und er war persönlich da, wir haben noch eine ganze Zeit geschnackt. Das brauchen wir, warte mal, wollen wir das nochmal eben da vorgelesen werden, ja. Sehr geehrte Ina, lieber Sven, lieber Jens, ich habe es geschafft. Stimmt, habe ich gemerkt. Ich bin bei euch in der Gegend und wollte mir die Gelegenheit nicht entgehen lassen, mich persönlich für eure tollen Vlogs zu bedanken. Ich freue mich wirklich sehr über jeden neuen Vlog, mit dem man sehr gut auf der Couch einfach mal abschalten kann. Top. So soll das sein. Ja, das ist genau die Idee dahinter. Ich respektiere eure Arbeit und Tag und tägliche Leistungen sehr und hoffe, dass auch ihr mit meinem Geschenk etwas abschalten und genießen könnt. Also wenn wir das ausgetrunken haben, dann sind wir komplett abgeschaltet. Ja, sind wir abgeschaltet. Vielen lieben Dank. Ja. Ganz liebe Grüße, euer treuer Zuschauer aus Augsburg, André. André, nochmal ganz lieben Dank, hat mich sehr gefreut. Du hast mich in einem Moment erwischt, an dem ich, da war ich gerade schon in halb im Feiermodus. Ich war fix und muss ich ganz ehrlich zugeben, ich war echt fertig. Ich sah, glaube ich, auch ein bisschen wie gehackt aus. Aber trotzdem nochmal ganz liebe Grüße und vielen, vielen Dank. Die haben wir. So, dann als nächstes zufällig Bier. Licher, ein Sechser-Träger. Und darf ich das vorlesen? Steht nicht, dass es nicht, aber es ist auch nichts Verwerfliches. Moin Sven und Jens, macht weiter so und lasst euch das lecker Bierchen schmecken. Grüße aus Hessen, Niklas. Jo. Danke, lieber Niklas. Bier. Bier ist immer gut. Dann haben wir hier durch Zufall nochmal Bier und zwar haben wir hier Heineken. Heineken. So, und da gucken wir mal, darf gezeigt werden. Oh, ich habe es gezeigt. Ina sagt gerade, sie hat noch was. Ja. Ich soll warten. Wir sind ja noch nicht fertig. Ja. Moin, ein kleines Geschenk von René und Finn. Wir finden eure Vlogs super und macht weiter so. Beste Grüße von René und Finn. PS darf gezeigt werden. René und Finn, ganz lieben Dank auch an euch. Oh, da machen wir gleich immer eins auf. Aber hier heute erstmal das. Das ist nämlich das Älteste. Das steht schon am längsten hier. So, dann zwei Sachen noch. Einmal das hier. Das ist von, das ist von der Mintner Chris. Der Mintner, wer es nicht weiß, der hat zum Beispiel diese Jens-Schriftzug, der immer, wenn seine Kamera eingeblendet wird, der das gemacht hat. Ja. So, und er hat mir nämlich auch ein Foto geschickt, aber ich habe das offen gestanden noch nicht ganz verstanden, wie er sich das vorgestellt hat, wie er sich das gedacht hat. Das hat er uns nämlich gebaut. Das muss ich mal eben, da ist auch ein Brief drin, ob ich das zeigen darf. Steht nicht, dass ich es nicht darf. Ich habe hier mal die Lösung für Magnetpunkte im Fan. Einfach die aktuelle Halter genau zuhören, damit wir das verstehen, wie es funktioniert. Ja. Einfach die aktuellen Halter in den Säulen rausnehmen, die Alu-Elemente einsetzen und darauf die Metallplatte schrauben. Ich denke, die Perspektive könnte super sein, gerade wenn Sven wieder viel zu erzählen hat. Von Chris, der Mintner. Chris, schon mal ganz lieben Dank und jetzt wollen wir mal gucken, was das ist. Chris hatte mir nämlich auch noch geschrieben, dass wir, wenn eine über ist, eine bitte hier hinschrauben, damit die Kamera hier nicht mehr umfällt und nicht so auf dem Eimer wie jetzt stehen muss. Was hast du denn? Ah, da gucken wir gleich rein. Danke, Ina. Kam das heute oder was? So, oh, alter Schwede. Guck mal, Peak, aber vom Feinsten gedreht. Aha. Das Alu-Element reinschrauben, die Metallplatte raufschrauben und dann haben wir Magnetpunkt. Ja, cool. Das ist echt nicht doof. Eins, zwei und da ist noch einer. Nee, noch zwei. Viermal das Ganze. Ja, wir haben ja eigentlich vier Schlepper, aber in den gemieteten schrauben wir das natürlich nicht rein. Also haben wir tatsächlich eins wieder für hier. Also Chris, ganz lieben Dank und ganz fette Grüße nochmal an dich. Das probieren wir aus, so schnell wie es geht.
Schon geil, dass man sowas machen kann. Jens hat einen Auftrag. Danke. Schrauben. So, dann, bevor wir. Achso, das machen wir auch noch eben. Achso, den nochmal, aber da weiß ich, dass das funktioniert. Was ist jetzt los? Achso, das ist nicht schlimm. Von Thomas ist dann. Ina, ist da ein Brief bei? Moin, vielen Dank für die prompte Lieferung. Also hat Thomas offensichtlich bei uns was bestellt. Ich habe mich sehr gefreut. Mit freundlichen Grüßen, Thomas. Papier. Oi! Schoki. So. Oh. Was richtig, was piekfeines. Ein kompletter Bitsatz. Ja, das ist cool. Das, ich muss mal eben das Display wieder anhaben, sonst kann ich nicht sehen. So, da sind wir. Ein ganzer Bitsatz mit Bithalter und alles. Da, komm, wir folgen dir. Achtung, da, wo geht's hin? Da gehört's hin. Genau da gehört's hin. So. Jetzt. Schoki. Auch wieder. Wunderbar. Schoki. Oh, was? Mauer? Boah, ey, oh, da sind gar kein Ende. Oh, geplante Backe. Da wird auf dem Markt hier. Oh, das. Oh, 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 was da wohl? Oh, oh. Ist das ein Obstler? Halbschnaps, Williamsbirne. Oha. Ein Obstler. Krass, danke. Da ist ein Mülleimer. Und Papier. Mensch, Thomas war's, ne? Jo, Thomas. Ganz lieben Dank dafür. Das wäre nicht möglich gewesen, aber das freut uns sehr. Vor allem Obstler. Ja. Habe ich nämlich letztes Wochenende geschmeckt, dass mir der schmeckt. Ja. War ich ja früher nicht so. Ich habe immer gedacht, nö, das ist nichts ja, für mich. Aber letztes Wochenende durfte ich es probieren und der war doch, hat mir wohl gefallen. So, jetzt haben wir noch was zum Auspacken. Das soll Jens auspacken. Das ist nämlich quasi Jens neues Zusatzwerkzeug. Okay. Wahrscheinlich kriegst du das immer auf. Ja, danke. Komm, bitte, du kommst. Ah, guck hier. Jens ist nicht so sehr überrascht, weil ja. Er weiß das schon. Er hat es nur noch nicht bekommen. Also nein. Jetzt, weil die Tasche fehlt immer noch. Ohne Tasche kann man sowas nicht mitschleppen. Ja, dann muss ich mich erstmal mit uns. Ja, wir müssen das auf deinem Handy installieren und dann die App und dann tüdeln wir den Scheiß zurecht und dann läuft das. Und dann gibt's, das ist ja nur dieses kleine, ich sag mal in Anführungszeichen, Billigding, aber ja. Für mal eben hoch und was zeigen, ja, so aus 10 Meter, 5 Meter, 8 Meter. Ist doch schon geil. Ja. Ist nämlich höher als dein Stock lang ist. Ja, das ist richtig. Also, dürft ihr euch auf Aufnahmen von Jens aus der Luft freuen? Ja, hoffentlich. Das, ja, ja, das geht zum Abstürzen dann wahrscheinlich. Ja, genau. Aber das zeige ich dann auch, wenn du abstürzt. Ja, okay. So, das war's gewesen. Wir haben alles gezeigt, wir haben alles erledigt. Wir haben das Video erfolgreich hinter uns gebracht und vor allem die Woche. Ne? Ja. War anstrengend, aber auch spaßig. Ja. War lustig. Wenn ihr Bock habt, seht ihr uns im nächsten Video wieder. Ich sage jetzt nicht Donnerstag oder Sonntag oder keine Ahnung, weil ich weiß es nicht. Wir müssen gucken, wie es weitergeht. Dieses ist ja jetzt auch auf dem Samstag. Also, wenn es euch gefallen hat, Däumchen und dann bis zum nächsten Mal. Dankeschön, reinhauen. Bising! Oh, so, hier, warte, stopp. Hier, kannst du das noch? Ja. Oh. Danke. Zum Wohl. Zum Wohl. Prost. Zum Wohl. Prost. Gut. Das taucht. Gutes Bier. Gutes Bier. Ja, wir haben alle geglaubt, dass das Video zu Ende ist. Und dass der Tag zu Ende ist vor allem. Nein, ist er natürlich nicht. Jetzt so viel Regen angesagt, dass wir den Hallenfüller lieber reinfahren. So, jetzt haben wir das Kabel aber schon weg, aber die Räder stehen noch quer. Also Strom ran, Räder gerade ziehen, Stapler ran, naja, und so weiter. Piekfein das Kabel hier, hat Jens so schön aufgerollt. Und wenn wir hier weitermachen, dann liegt das da nicht so piekfein aufgerollt. Da liegt er gleich hingerotzt. Weil ich auch keinen Bock mehr habe, jetzt echt nicht. Scheiße. Hier fliegt die scheiß Plane auch schon halb durch die Gegend. Komm schon. Schubrakete.
Alter, guck hier. Das sieht man im Video gar nicht, ne? Wie windig das ist. Das ist windig. So, komm. Scheiß Stinken raus. Geht nicht. Hinten hoch. Bisschen fahren. Stinken raus. Geht nicht. Mann! Jetzt. Boah. Jo. Aus. Strom weg. Fuck. Und er schifft hier wie Atze, ey. So, Jens, tut mir leid, aber ordentlich gibt's hier jetzt heute nicht mehr. So, jetzt muss ich nur den Stapler rauskriegen hier. Oh, das sollte passen. Schon dabei sind, fahren wir den Stapel auch noch rein. Alter, jetzt schifft das aber richtig hier. Aus die Maul, Alter, ne. So, das Bier war sehr lecker. Bis zum nächsten Video. Dancing through the last days of September.